Ich wollte mir jetzt aktuell das Video mal anschauen, und zwar Men's Health hat keine Ahnung von Parfum. Die Dufttipps von Men's Health und möchte euch vielleicht auch ein paar Alternativen geben. Würde mich im Übrigen wirklich interessieren, was Men's Health so sagt. Ne? Den Parfums, die in ihrem brandneuen Ratgeber empfehlen. Ich bin damit ein bisschen spät dran, weil die diesen Blogartikel mit dem Titel Die besten Herrendüfte 2021. Was meinst du, ich? Kai, ich bin noch später dran. Ich habe dein Video schon 10-mal offen gehabt. Schon im Dezember letzten Jahres geschrieben haben, was ziemlich tief blicken lässt, dass da vielleicht nicht so die aktuellsten Düfte drin sind. Aber sie versprechen, du riechst so gut, diesen Satz willst du von deiner Liebsten hören. Hier findest du neue Männerparfums, die Frauen 2021 schwach werden lassen. Und deshalb starten wir auch direkt in diese Liste rein mit dem Duft Dior Homme 2020. 10 Monate QR, Daniel. Was ein Duft ist, der, um ehrlich zu sein, ziemlich viel Kritik entgegennimmt auf Parfumo, weil Dior Homme ja wirklich so ein Klassiker ist, würde ich sagen. Hatte ich auch mal. Leider das Release aus dem Jahr 2020, beziehungsweise die Neuauflage, der Duft wurde reformuliert und so, nicht auf besonders viel Lob stößt, um es mal so zu formulieren. Und da muss ich sagen, das ist so ein bisschen zu Unrecht. Also es gäbe bestimmt schlimmere Düfte, mit denen man in diese Liste reinstarten könnte. Ich finde die Neuauflage aus dem Jahr 2020 jetzt nicht per se schlecht, auch wenn sie natürlich dem Original in ganz vielen Dingen nachsteht, ja, wie zum Beispiel der Performance. Und einfach der Tiefe der Duft-DNA hier. Also Dior Homme ist so ein leicht pudriger Duft, so mit einer holzigen Basis auch. Wirklich sehr auf der Unisex-Seite, so von dem Duftcharakter her. Aber einfach für einen Designer-Release wirklich immer noch sehr, sehr gut. Weil wir ja immer wieder erleben, jetzt mit den neuen Releases, wie ihr auch sehen werdet, jetzt auf dieser Liste, dass da auch immer sehr in eine bestimmte Richtung gegangen wird. Viele machen diese Reformulierung. Man kauft sich etwas und dann ist es gar nicht mehr so, wie das vorher war. Ne? Also viele habe ich da. Die ist einfach synthetisch süß und nicht besonders kreativ. Und ich finde, Dior Homme ist da immer noch eine sehr, sehr gute Wahl. Trotzdem ist das Eau de Toilette ein bisschen schwach. Ich würde da vielleicht eher mit Dior Homme Intense oder Dior Homme Parfum gehen oder mit einer tollen Alternative, denn das ist Gentleman Givenchy Parfum, Eau de Parfum, sorry, was ich letztes Jahr irgendwie gegen Ende entdeckt habe und was wirklich eine super, super Alternative ist, die, würde ich sagen, so ein Mix ist aus so einem guten Eau de Parfum und einem Parfum, so von der Performance her. Deshalb, falls ihr da Bock drauf habt, schaut euch den doch gerne als Alternative mal an, auch wenn da jetzt nicht Iris drin ist, wie das bei Dior Homme der Fall ist, sondern Schwertlilie, glaube ich, aber trotzdem ein sehr, sehr guter, pudriger Duft. Der zweite Duft, den sie empfehlen, ist Colonia Futura von Acqua di Parma. Und da geht's los, Männerzeitschrift. Colonia Futura. Ich habe davon den klassischen, ich habe davon, glaube ich, fast alle gehabt, nur diesen nicht. Ich finde den schwarzen eigentlich ganz gut, aber... Neigen dazu, irgendwelche Düfte in den Raum zu stellen, die irgendwelche Flanker sind von bekannten Düften. Und das ist der erste, wo es eben in diese Richtung geht. Ich muss sagen, es ist nicht der schlechteste Duft von Acqua di Parma. Also der ist schon echt ganz schön mit so einer schönen Grapefruit-Note und etwas bitterer vielleicht als die meisten Releases von denen. Aber ich würde euch wirklich empfehlen, da mit einem Klassiker zu gehen, also mit Colonia von Acqua di Parma oder Colonia Essenza oder wenn ihr kreativ seid. Das ist übrigens ein guter Duft. Habe ich auch selber früher immer getragen. Acqua di Parma Essenza, super Duft, ist nicht zu teuer, finde ich, also trage ich jetzt heute nicht mehr, aber steht, glaube ich, noch rum. Dann mit sowas wie Colonia Oud, wobei man da auch darauf achten muss, nicht die neueste Variante zu kaufen, weil die nämlich viel zu teuer ist für das, was sie an Leistungen bietet, sondern da würde ich dann eher mit der alten Variante gehen. Ich werde euch gerne ein Bild einblenden, beziehungsweise einen kleinen Clip von meiner Rezension darüber, weil ich finde Colonia Futura, ja, ist halt okay. Ich finde, es gibt da auch von Acqua di Parma bessere Alternativen. Dann der dritte Duft, den sie empfehlen, ist Matchpoint von Lacoste. Das ist wieder so dieses typische Beispiel, dass eine Männerzeitschrift versucht, kreativ zu sein. Die werden auf jeden Fall safe von denen gesponsert, davon abgesehen. Ich wette, wenn man durch Gentleman's Men's Health geht, dann hat Lacoste auch eine Anzeige gebucht. Das sind ja bezahlte Sponsorings. Sein sich irgendeinen Duft einfallen lässt, den niemand auf dieser Erde trägt. Ja, und hier steht witzigerweise, sportliche Typen wollen meist auch beim Duft schlank bleiben und verzichten. Sorry, auf viel Shishi. Das ist genau das, was hier der Fall ist, denn die Performance ist von diesem Duft absolut unterirdisch. Kai, sag's doch, dass es Müll ist. Kai, sag es doch. Ich musste ewig suchen, bis ich diesen Duft auf Parfumo gefunden habe. Da würde ich eher... Keine Kraft, kein Power, keine Strength bei dem Duft. Mit sowas wie Dior Homme Sport gehen oder beispielsweise auch mit Encre Noir Sport, die beide wirklich sehr, sehr tolle Designer-Releases sind, nicht viel mehr kosten als Matchpoint, denn Matchpoint kostet irgendwie 54 € für 50 ml, was
übertrieben überteuert ist für das, was drin ist. Und da würde ich vielleicht auch eher mit so anderen Düften gehen, die ihr übrigens auch beispielsweise gebraucht oder auf so Plattformen wie Idealo regelmäßig für unter diesen Preis finden könnt. Ja? Also sowas ist nicht zu empfehlen. Vermutlich hat man sich hier irgendwie nach dieser Tennis-Thematik gerichtet und dann gedacht, okay, das ist wahrscheinlich ein sportlicher Duft. Der taugt auf jeden Fall nicht besonders viel. Eine tolle Alternative übrigens zu diesem Matchpoint, wenn ihr einen etwas grüneren Duft sucht, weil der ist von der DNA her schon ziemlich grün, würde ich euch empfehlen, wenn ihr etwas mehr Geld auszugeben habt, von Bond No. 9 den Duft Leaker Street. Ist für mich nach wie vor der absolute Frühlings-Nischenduft. Kenne ich nicht. Kostet ein bisschen mehr, ist aber wirklich, wirklich toll. Schön grün von der DNA her mit so einer Johannisbeernote, soweit ich weiß. Und den könnte ich euch an der Stelle auch noch empfehlen, wenn ihr halt eben was Stärkeres haben wollt. Auf Platz Nummer 4 dann wieder dieses Flanker-Geballer. Ja, also, dass man irgendwelche Sondereditionen von Düften raussucht und die dann als den neuen Shit promotet. Le Mal Xmas Collector. Ich habe noch nie einen Jean-Paul Gaultier-Duft gehabt. Noch nie. Ich würde mir aber da einfach die normale Variante holen, beziehungsweise, wenn ihr was Zeitgemäßeres haben wollt, dann Le Mal Le Parfum, der im Jahr 2020 rausgekommen ist, finde ich eine schöne erwachsene Alternative zu der originalen DNA und für alle die, die nicht so dieses übertrieben Süße mögen. Ich weiß, es gibt ja auch viele Fans von Ultramale, also wenn ihr was noch Süßeres wollt, genau, da habt ihr zwei Alternativen, was Süßeres und was Erwachseneres, Dunkleres. Damit würde ich auf jeden Fall gehen und ehrlich, diese Sommler-Edition, ich habe das nie verstanden, warum die das machen. Wahrscheinlich einfach nur, um den Umsatz anzukurbeln, weil es 1:1 dieselbe DNA ist und dann halt irgendwie nur anders aussieht. Duft Nummer 5, Born in Roma Uomo, also eigentlich heißt der anders, Uomo Born in Roma von Valentino. Und das ist halt leider wieder ein Griff in die Toilette, wie ich finde. Denn es ist ein Duft, ich habe mir den extra bestellt, der mir total zugesagt hat von dem Flakon her, weil ich das echt eine coole Aufmachung finde. Deine Empfehlungen 2021, Marc, gute Frage. Ich suche mal 5 Düfte raus. Pass auf, ich suche mal 5 Düfte raus, die ich spontan für mich entdeckt habe, wo ich sage, kannte ich vorher nicht. Fangen wir erstmal an im unteren Preissegment. So sieht das Ganze aus. Acqua di Genova. Sehr, sehr geiler Duft ist nach einer alten Duftrezeptur von 1853. Den würde ich so als Daily einfach nehmen. Super cooler Duft, den machen wir mal nach außen. Dann, wenn man jetzt ein jüngerer Typ ist, absolut mal was Neues ist, This is not a blue bottle. Ich finde den jetzt vielleicht, also beide sind gut, einmal mit diesem Kreis und einmal ohne. Der heißt irgendwie This is not a blue bottle und den gibt es auch hier in 38 Millimeter. Millimeter wahrscheinlich, ne? Wahrscheinlich Millimeter. Der ist jetzt im Kontrast nichts Klassisches, sondern viel, 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 viel moderner. Das wäre quasi meine Nummer 2. Im nächsten das hier, und zwar Spirito Fiorentino von Tiziana Terenzi. Finde ich, ist so ein Mix zwischen, er hat so die Wärme von und Fruchtigkeit von Baccarat Rouge und gekreuzt mit Tabak und Leder. Also das ist viel hinten raus stärker. Der ist nicht so sanft, der ist schon ein bisschen aggressiver und den würde ich als Nummer 3 nehmen. Ich weiß nicht, was der kostet. Ist auf jeden Fall extrem langanhaltend. Toller, toller Duft. Dann für mich mit das Beste ist Anfass und zwar Red. Das hier ist das absolut super coole Flasche. Sehr, sehr cool. Jasmin, Safran, Himbeere ist da mit drin. Absolut, also geht halt in die arabische Richtung und hatten wir jetzt so bisher noch nicht im Shop. Das wäre quasi meine Nummer 4. Und dann meine Nummer 1 ist halt auch so das luxuriöseste aus der Truppe, wenn man den würde ich wirklich tragen, wie Herbert auch schon mal gesagt hat, den würde ich nur tragen halt bei an Tagen, die wirklich so wichtig sind, weißt du, wo man einfach was Schönes feiert und absolut super edler Duft. Zephiro von Xerchow, muss ich sagen, kenne ich schon sehr, sehr lange, kenne ich mit Sicherheit schon seit 3 oder 4 Jahren, aber ich habe ihn jetzt erst mehr getragen und jetzt gerade so für den Übergang ist eigentlich ein cooles Parfum, weil es hat halt gewisse Noten von Weihrauch mit drin, gepaart mit ja einfach einer Süße und so weiter. Sehr gut. Würde ich auch Naxos vorziehen. Ne? Das sind so, das wären jetzt quasi meine Düfte, die ich, die ich nehmen würde. Das Gute ist, die Haltbarkeit ist geil oder relativ geil für ein Eau de Toilette. Also es ist jetzt nicht so crazy performance-mäßig, aber es ist schon okay für den
Preis, den man bezahlt. Aber es ist halt leider so, dass hier steht, blumige Noten gepaart mit würzigem Ingwer und holzigem Vetiver, dass das wieder so ein Duft ist, der sehr, sehr gut zusammengemischt wurde, um es mal auf eine diplomatische Art und Weise zu formulieren, weil okay. Ich diese Duftnoten nämlich da wirklich nur so im ganz, ganz leichten Ansatz vielleicht rausrieche. Es ist für mich so ein Mix aus einem Dior Sauvage und beispielsweise einem Bleu Chanel, um es mal ganz, ganz vorsichtig zu formulieren, ohne mich da jetzt auf bestimmte Duftnoten festzulegen. Aber das ist halt so die Kategorie Duft, die ihr da bekommt. Ich würde euch dann aber echt den normalen Valentino Uomo oder den Uomo Intense empfehlen, auch wenn die dann wieder sehr ähnlich zu Dior Homme sind. Und wenn ihr was wirklich Blaues wollt, dann holt euch einfach Bleu de Chanel in der Parfum-Edition, der wirklich, wirklich toll ist. Und mit dem ihr auch im Jahr 2021, finde ich, nichts falsch machen könnt, der auch übrigens super viele Komplimente gibt. Okay, dann Nummer 6 ist der Geheimtipp. Ui, Cellier von Byredo. Ist was mich ziemlich überrascht hat, weil ich ehrlich gesagt nicht damit gerechnet hätte, dass ein Byredo darin vorkommt. Und das ist auch wirklich so der einzige Duft, in dieser Liste klar empfehlen kann. Ich play, danke dir. Weil es ein Lederduft ist mit einer starken Wüstennote. Das heißt, er ist auf jeden Fall mainstreamig genug, um getragen zu werden. So Hardcore-Lederdüfte machen sich allgemein jetzt nicht so übertrieben gut bei Menschen und was Komplimente angeht. Und dieser Duft ist auf jeden Fall auch von der Performance her und von der gesamten DNA her hochwertig genug, um dafür halt eben Geld auszugeben. Nummer 7 ist dann neu interpretiert Boss Bottled von Hugo Boss. Kann man nichts mit falsch machen, ganz ehrlich. Der klassische Boss Bottled, finde ich, ist so ein wirkliches Must-Have, was man mal probiert haben muss. Ich würde euch aber tatsächlich den Intense empfehlen, beziehungsweise die Eau de Parfum-Version, weil die von der DNA her genau gleich sind oder fast genau gleich. Also Eau de Toilette und Eau de Parfum und das Eau de Parfum aber deutlich länger hält. Und deshalb würde ich euch das empfehlen. Und preislich liegen die, glaube ich, auch sogar auf dem gleichen Level. Also gibt es keinen Grund, warum man sich das Eau de Toilette kaufen sollte. So, und der letzte Duft, Nummer 8, ist dann kontrastreich. Signature von Baldessarini. Ja, und da muss ich sagen, ist wieder leider nicht besonders viel los gewesen. Wir haben hier Baldessarini, den Duft hatte ich auch mal. Baldessarini, mein Gott, das ist schon ewig her. Mord, Apfel und schwarzer Pfeffer Uni. Angeblich mit Patchouli und Lederakkord. Ich rieche da kein Leder raus, Freunde. Ein bisschen Patchouli ist auf jeden Fall da, aber es ist ansonsten wieder so dieses typische Designer-Ding. Wenn ihr wirklich mal einen kontrastreichen Patchouli-Duft riechen wollt, der nicht besonders viel kostet, dann holt euch doch bitte den normalen Givenchy Gentleman. Also nicht Gentleman Givenchy, dieser dunkle Flakon, sondern den originalen in dem durchsichtigen Flakon, den ich euch auch jetzt einblende. Es dauert ein bisschen, bis man den findet, aber das ist wirklich ein Duft, der sehr, sehr klassisch ist von seinem Laudano Nero oder so. Aber wirklich ein echter Patchouli-Duft. Bei dieser letzten Empfehlung also bitte, bitte dran denken, das ist nur was für Männer, die auch wirklich auf diese klassisch maskulinen Herrendüfte stehen. Wenn ihr mal in diese Richtung was probieren wollt, ist das die beste Wahl ever. Ich wollte jetzt aber auch einfach mal so ein bisschen was anderes noch darstellen, als der Men's Health Artikel das tut, denn ich weiß, einige von euch stehen auf diese Düfte. Also wenn ihr auf so klassische Barbershop- oder Herrendüfte steht, dann ist das meiner Ansicht nach etwas, was ihr auf jeden Fall mal probieren könnt. So, das war also meine Bewertung von den Men's Health Empfehlungen für das Jahr 2021. Abschließend, kann man glaube ich sagen, dass da, ja, Es klingt halt immer so fies, aber es ist, glaube ich, wahr, dass da einfach jemand drangesetzt wurde, der nicht wirklich so den Überblick hat. Ja, das habe ich mir auch gedacht. Da wird einfach redaktionell was gemacht worden sein, ne?